Herzlich willkommen zu Women Hit Harder. Mein heutiger Gast ist auch bekannt als der starke Mann. Er war der Olympiasieger im Gewichtheben im Superschwergewicht 2008. Und hier ist er, Matthias Steiner. Schön, dass du da bist. Dankeschön, das war ja eine schöne Begrüßung. Ja, oder? Ja. Der starke Mann. Ja, Bist du auch immer noch? Ich meine, vorhin kamst du hier an mit deinem Klapprad, mit offenem Hemd und ich dachte, jetzt wird gerade eine Coca-Cola-Werbung gedreht. Ich habe jetzt ein kleines Attentat auf dich vor, weil es ist einfach so, wenn ich dieses Video sehe, wie du Olympiasieger wurdest 2008, Es rührt mich jedes Mal so sehr und motiviert mich aber auch, wenn man mal auch einen schweren Tag hat. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen? Wenn du das möchtest, gern. Was hast du denn da gerade gedacht? Ich habe mir gedacht, dass ich mir jetzt gerne alle Knochen breche. Es ist der letzte Versuch, den ich habe. Also mir war das in dem Moment egal, wie gesundlich ich da rauskomme. War mir wirklich egal. Die Chance kommt wahrscheinlich nicht nochmal wieder und es war dann auch so. Ja, da kommen meine starken Beine. Die waren mein Gold. Ich krieg Gänsehaut, das ist so schön. Ey, mein Herz schlägt. Ich habe richtig einen Adrenalinkick gekriegt, weil das so geil ist einfach. Also so wie ich da losgesprungen bin, das hat ja auch jeder gesehen und so. Deswegen kann ich es nicht beschreiben, so habe ich mich auch gefühlt. Deine Hände erinnern mich total an Judo-Hände. Du hast so große, kräftige Hände. Ja, und so. Okay. Kannst du die mal so in die Kamera? Ja, sind die Fingernägel einigermaßen. Ja, aber ich bin so, ich habe Pflaumenmus eingekocht. Ich habe die 2 Tage nicht rausgekriegt, das sind Fingernägel. Ja, wir haben so viele Zwetschgen auf unseren Bäumen. Du kannst nur Leistungssportler werden, wenn du wirklich bereit bist, viele Dinge aufzugeben. Ja. Und dann deswegen, das muss von selbst wachsen. Aber zumindest musst du die Möglichkeit gehabt haben. Ich durfte auch Fußball spielen, ich durfte in Tenniskurse gehen, ich durfte Tischtennis spielen in der Schule. Ich durfte alles machen. Gewichtheben war es aber dann. Wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus? Morgens ein Kaffee. Was ist denn eigentlich deine größte Schwäche? Wenn man jetzt den Alltag hernimmt, dann ist sicher meine größte Schwäche, dass er abends nicht ins Bett gehen will. Du wirst es nicht glauben, aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Eine Schade. Stunde ist um. Dann machen wir noch eine Stunde. Challenge! Kamera läuft. Der Kaffee ist auch alle. Aber wenn du magst, gehören gerne die abschließenden Worte dir, lieber Matthias. Der schmeckt kalt noch besser. Das sind die abschließenden Worte. wirklich.